Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu Teil 2 von Pioneers of Pagonia. Die Demo in der Extended-Version, für die es natürlich extra für mich von Envision Entertainment gab, ist ja klar, nur für mich extra, weil ich nachgefragt habe. Nein, die haben natürlich noch ein paar mehr Leute, die wahrscheinlich jetzt auch gerade parallel hier fleißig am Stream sind und wahrscheinlich überschlägt sich YouTube. Ich hoffe es, dass sich sowohl YouTube als auch Twitch gegenseitig so ein bisschen überschlagen und da halt einfach viel rumkommt, denn das wäre sehr cool. Und ich muss sagen, bislang ist es echt, macht es echt gut Laune hier. So, wir brauchen jetzt eine Farm, würde ich sagen. Wir bauen heute uns eine kleine Farm. Wir wollen ja ein bisschen Nahrung kreieren. Und normalerweise baut man ja keine Farm direkt an... Oh Gott, brauchen die auch... Die brauchen auch Wege? Ernsthaft? Nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Normalerweise baut man ja keine Farm direkt am Wald. Aber gut, ich mache das jetzt so. So. Wir machen das jetzt mal so. Zack. Ich baue jetzt einfach mal ein paar schöne Felder. Nee, ich will das gerne... Wir machen erstmal den Weg. Ich muss jetzt ja halt den Weg machen. So. Wie, das geht nicht? Momentchen mal. Was? Das geht nicht? Das geht auch nicht? Kann hier nicht bauen? Blockiert durch Straße. Okay. Konfiguration für die Kategorie. Ich kann anpassen, welche Informationen der Kopf leitet. Ja, okay. Das haben wir. Das haben wir. So, sorry. Das geht ja nun mal nicht hier. Das geht ja nun mal nicht. Also wenn wir hier kein Weg hinkriegen, dann... Nee, dann geht das auch nicht. So. Haben wir jetzt hier ein bisschen Farmland? Ich habe keine Ahnung, ob das so gut funktioniert, aber die sollen mal machen. Die sollen sich erstmal kümmern. Aha, jetzt geht's los. Jetzt kommt hier der große Stau. Das habe ich erwartet. Das sah man ja auch schon. Jetzt kommen sie hier und holen alle Holz ab und liefern neues Holz. Okay, das ist natürlich jetzt ein wenig ungünstig. Ach so, wo bringen die das hin? Ah, das Lager ist fertig. Deswegen bringen die hier jetzt gerade das Holz hin und hier bringen sie die Steine hin. Okay, gut, das ergibt Sinn. Deswegen ist hier gerade jetzt ein bisschen mehr Aufwand gewesen und ein bisschen Überschuss, weil die da gerade alles mal hingetragen haben. Okay. Okay. Verstehe, das ergibt schon mal Sinn. So, die Werkzeugschmiede hat noch nichts, ne? Die steht da rum und sagt sich, oh nö, wir haben nichts zu tun. Vielleicht können wir mal ein Werkzeug herstellen. Und zwar, ich habe gerade keine Ahnung, was wir irgendwie brauchen. Ein Jagdbogen, ein Hammer, das brauchen wir eigentlich alle nicht. Eigentlich haben wir im Moment genug, ich brauche die Werkzeugschmiede nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, ist schön, dass ihr da seid, aber hilft uns erstmal nicht so weiter. Gut, dann werde ich jetzt hier oben, wenn wir jetzt gerade die Geschichte machen und hier sehr schön... Ach, guck mal, hier kann auch richtig schön so ein anbauen auch. Das muss erstmal planiert werden. Okay, da komme ich nicht durch. Da komme ich... Ah, nee, wollt ihr mich verkohlen, dass ich da nicht durchkomme? Ah, geht doch. So, einmal hier drumrum. So, bauen wir jetzt hier so eine schöne Entdeckerhütte hin. Die sollen dann nämlich hier hinten mal irgendwo... entdecken gehen. Kann ich das machen? Kann ich das bis hier hinsetzen? Anscheinend. Das scheint wohl zu gehen. Den gucken wir dann zu, wenn das passiert. Entdeckerposten bauen, das ist gerade auf dem Weg. Wir brauchen noch einen zweiten Steinmetz und einen zweiten Steinbruch. Okay. Dazu müssen wir erstmal weitere Steine finden. Hier ist Kalkstein. Oh ja, da hier hinten wäre es dann eine coole Sache. So, haben die eigentlich jetzt schon geschafft? Ah, wir müssen noch weitere... Wir müssen noch weitere Grenzsteine holen, damit die hier weiter expandieren können, ne? Oh, hier unten ist nochmal Kohle. Aha, auch interessant. Auch nicht schlecht. Sind wir mal gespannt. Also die haben noch gut zu tun. Die müssen halt auch echt weit laufen. Also es dauert schon ein bisschen. Aber der Anfang ging doch ein bisschen schneller jetzt, als ich ursprünglich dachte. So, hier staut es sich alles. Die gehen jetzt alle hier rüber. Wir müssen auch noch mal ein weiteres Wohnhaus bauen. Das war ja hier der Sinn der Sache. Und noch weitere Wohnhäuser bauen. Eins haben wir hier, eins haben wir hier. Ah, nächstes Neugeborenes 0 von 20. Kein Baby. Wir können das Gebären von Kindern pausieren.
Chinesisches System? Nicht chinesisches System. Was? Nein, wir machen hier keine politischen Anspielungen. Sowas gibt's hier nicht. Also, wir gucken mal. Die Farm wird gerade gebaut. Es fehlt noch ein bisschen an Werksteinen. Die sind ein bisschen Mangelware. Wir brauchen vielleicht tatsächlich einen zweiten Steinmetz. Weil der Steinbruch, glaube ich, ganz gut schafft. Wir haben auch immer noch ordentlich Steine über. Ja, genau, komm, wir bauen uns einen zweiten Steinmetz. Ich glaube, das ist da schon ganz vernünftig, wenn wir hier gleich noch einen zweiten hinsetzen. Passt aber nicht mehr rein. Da hat irgendjemand nicht gut gearbeitet. So, wartet mal, wie machen wir das denn? Wir machen das natürlich geschickt, sodass das irgendwie einen Weg abzweigt, wo sonst nicht so viel los ist. In welche Richtung werden wir uns denn wahrscheinlich weiter weiter ausbreiten? Ich glaube, hier unten ist eine ganze Menge Zeugs. Aber hier oben ist natürlich auch nochmal ordentlich Kohle und so weiter, ne? Wir machen das mal hier hin. Ich mache das mal hier um. So, die sollen mal hier hinten hinlaufen. Das sind halt weite Wege. Ich baue natürlich auch direkt ein weiteres Lager hier hin. Zack. Auch hier möchte ich dann bitte Holz reinlagern. Und zwar den Holzbalken. Und hier möchte ich bitte Steine reinlagern. Und zwar die Werksteine. Oder? Nee, alle Steine. Ach Gottchen, ist eigentlich egal. Kommt, packt alles rein, was wir kriegen können. Schade, dass man nicht mehrere auswählen kann. Es kommt dann einfach alles rein. Frage ist, ist da wirklich nur ein Rohstoff? Oder kommen da halt auch andere Sachen noch rein? Wird da auch noch mehr als nur Laubholzbretter reingeliefert? Zum Beispiel Nadelholzbretter. Das wäre halt nochmal interessant. Okay, Getreidefarm wird immer noch gebaut. Was sagt denn der Brunnen? Wir haben Wasser. Wir brauchen unbedingt ein Lager für Wasser, würde ich sagen, weil sonst wird das Wasser hier uns aber nur, ja, verschütt gehen. Könnte ich hier vielleicht den Weg einfach verbinden? Ja. Ich würde sagen, ja. Würde ich ganz einfach mal so sagen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht doof. Ist eine schöne Kreuzung. So, und hier soll bitte Wasser. Zutaten tierische Naturprodukte. Ist das Naturprodukt eigentlich schon? Ja, Wasser. Perfekt. Gut. Da wird schon Kupfer abgebaut. Hatten wir nicht trotzdem eine Kupferschmelze? Lachs und Silberbarren. Da wird eine Weberei. Münzprägerei. Aha. Okay. Kupfermünzen oder Silbermünzen werden hier hergestellt. Boah, Alter, richtig geil. Okidoki. Das Ding muss ich haben. Ah, sowas von. Das setzen wir direkt hier rein. Und zwar. Ja, so. Dann gibt es hier einen Weg. So, dahin. Und dann brauche ich natürlich die Schatzkammer, wo die Münzen gelagert werden. Die muss ich natürlich sehr zentral hier unten an den Strand bauen. Die passt hier nicht hin. Das wollt ihr mir ja wohl nicht erzählen, ne? Nee, nee, nee. Das ändern wir aber mal ganz schnell. So. Das wird ganz schnell geändert. Boings. Boings. So. Jetzt haben wir doch Platz für eine Schatzkammer. Ja, perfekt. Okay. Die packe ich aber natürlich mit Ausrichtung nach da. Und dann kann von hier der Weg gerne so gehen und auch nochmal so gehen. Das ist ja Schwachsinn. Ja doch, machen wir zwei Wege. Eine schöne Raute. Ein schönes Dreieck hier. So, also hier kommt dann die Schatzkammer. Oh Gott, wir brauchen sehr viel Werksteine, wie mir scheint. Hoffen wir, dass erstmal das hier fertig wird. Der soll bitte keine Grenzsteine herstellen, sondern lieber erstmal Werksteine. Grenzsteine haben wir zwar auch nicht mehr viele, aber die Werksteine brauchen wir jetzt erstmal zum Arbeiten. Ach, guck mal hier, die Getreidefarm. Gerade nichts zu tun auf den Feldern. Ah, was wächst hier? Okay, ich kann zu jedem, da ist Flachs gefallen. Hier Mais, Weizen, Mais. Es ist natürlich die Frage, je nachdem, wie der Boden bestellt ist, das hatte ich ja auch mal irgendwann angemerkt oder vorgeschlagen. Das wäre ja ziemlich cool, dass je nachdem,
wie der Boden ist, dass Flachs besser wächst oder dass Weizen besser wächst oder halt auch irgendwas anderes. Und das wäre ja schon ziemlich cool, wenn das halt so wäre, dass ja dass tatsächlich die Sachen, die dann damit zusammenhängen, mit einer guten Düngung oder mit guten Nährstoffen im Boden halt besser wachsen. Okay, noch nicht erntebereit. Es muss noch benötigt Wasser. Ja, genau. Wasser brauchen wir natürlich halt eine ganze Menge. Der Brunnen stellt her. Okay, da wird auch gerade nicht so viel geholt. Das Lager ist auch leer. Vielleicht sollte ich einen zweiten Brunnen bauen. Könnten wir mal machen. Bauen wir uns einen zweiten Brunnen. Natürlich hier möglichst neben dem Wasserlager. Etwa direkt. Ach, guck mal. Und hier sind die Kollegen. Ja, was geht ab hier? Ja, was geht ab hier? Wir wollen gleich schon mal planieren. Gut, dass die gerade spontan hier vorbeikommen. Das passt sicher super. Gehen jetzt alle nach Hause oder was machen die? Wo gehen die denn jetzt hin hier? Was tun die denn? Ja, das finde ich ja interessant. Die haben ja eigentlich gerade nichts zu tun. Also das mit den Zielen finde ich ja auch cool, dass das gerade alles hier parallel noch umswitcht. Im Bonn am Steinbruch, im Baustellencamp. Ach so, ja. Wo die Leute dann sich hinstellen können. Oh, was haben wir da? Gold? Kalkstein. Limestone, ja. Oh, hier ist auch jede Menge Wild. Auch das noch. Ah, der entdeckt die Insel. Sehr cool. Dann entdeckt mal bitte weiterhin. Okay, die verbrauchen dadurch halt Rationen. Aber solange wir noch Rationen haben, schadet das ja nicht. Man muss die Insel natürlich nicht entdecken. Denn das passiert ja ganz automatisch, wenn wir das ganze Gebiet einnehmen. Dann entdecken wir ja sowieso die Insel. Oh, ich glaube... Ah, das geht noch. Die können tatsächlich bis hier hinten arbeiten. Geht das? Kommen wir hier echt hin? Okay, die haben aber jetzt gerade nichts zu tun, weil halt keine Grenzsteine mehr verfügbar sind. Mhm. Müssen wir jetzt ein bisschen warten. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja gut, dann sind wir jetzt erstmal blockiert, was unsere Ausbreitung angeht. Können wir jetzt erstmal nichts weiter machen. Okay, okay, okay. Oh Gott, das wird aber ziemlich wild noch, weil wir werden Ressourcen kriegen bis zum geht nicht mehr. Ein Esstisch. Oh, oh Leute, ja, wir bauen hier einen Esstisch hin und zwar schön idyllisch hier vorne hin. Ach, ist ja cool. Oh, keine Tavernenreichweite. Ups. Ups, das muss man in Kombination mit einer Taverne machen. Hoppala. Wo packen wir das denn mal schön hin? Hier unten. Eigentlich würde ich es gerne hier unten machen, weil das ist schön idyllisch. Hier ist es halt nicht so schick. Hier ist halt so viel werkigendes Treiben. Ne? Ja, krass, die Bäume wachsen anscheinend auch nach, ohne dass da ein Förster ist, oder? Habe ich so das Gefühl? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. So, also, wir bauen eine schöne Taverne in den Wald. Ist das schick? Das ist doch super schick. Die Frage ist nur, kommen wir da mit dem Weg auch noch vorbei? Ja, das sollte auch eigentlich gehen hier. Sollten wir auch lang kommen können, oder? Ja, das geht alles, supi. Oh, da durch. Ja, richtig cool. Okay, perfekt. Genau so muss es sein. So, dann haben wir hier nicht die Taverne. Geht das nicht? Okay, von hier müssen wir es ziehen. Haben wir die Taverne. Und packen wir hier ein paar Esstische dran. So, dass die hier schön sitzen können. Und dann können die hier Speis und Trank haben. Ach, ist ja geil, oder? So. Also wenn das fertig wird, dann ist das schon mal sehr schick. Schön bauen. Effektiv bauen, schön bauen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Hier soll einfach alle dreien, Schätze, Münzen, Wertsachen, geschliffene Edelsteine. Ich glaube, das könnte man noch ein bisschen verfeinern. Es wäre halt cool, wenn man zwei Sachen einlagern könnte. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass in einem Lager wirklich nur eine Ressource eingelagert wird. Da verstehe ich dann halt nicht dieses alles einlagern. Das ergibt dann halt keinen Sinn, ne? Weil hier sind jetzt halt nur Laubholzbretter. Und die Nadelholzbalken, ja gut, die werden halt aber auch gebraucht. Die brauchen wir halt zum Bauen. Wobei, wie gesagt, an sich braucht man eigentlich auch Laubholz für verschiedene Sachen zum Bauen. Aber hier ist es mehr, dass es für Werkzeuge genutzt wird, weil, wie gesagt, die Biegsamkeit von Laubholz,
das ist schon mal nicht so verkehrt. So, wo gehen die denn jetzt alle hin? Ja, was machen die denn? Was wollen die denn? Die gehen jetzt hier irgendwelche Ressourcen holen. Was haben wir denn überhaupt noch alles drauf? Ist noch eine ganze Menge Zeugs da. Ne? Kupfer ist noch da, Seile sind noch da, Rationen, Kohle ist auch noch da. Wir haben immer noch keine... Ah, doch, jetzt ist die Münzprägerei da. So, was haben wir da drin? Steine. Jo, schön. Und hier, nee, guckt mal. Da sollen bitte Balken gelagert werden. Nehm mal das Laubholz wieder weg und pack mir mal Nadelholzbalken da rein. Okay. Ah, boom, fertig. Geil. Also, Kupfermünzen und Silbermünzen werden da produziert. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Wofür wir die Münzen benötigen. Aber wir werden es noch feststellen. Okay, Baustellencamp. Das brauchen wir auf jeden Fall hier oben. Das habe ich ja schon gesagt, dass wir das gerne hier hätten. Militärakademie, nee. Das, Verarbeitung, nee, Moment. Holz und Stein, Erkundung, Expansion. Nein, Quatsch. Da, Baustellencamp. Okay, hier so rein, in die Ecke geknallt. So. Komm mal nicht hin. Geht nicht. Unmöglich. Schade, da funktioniert es mit dem Pathfinding noch nicht. Wie jetzt? Dann müssen wir ganz hier rum. Ach du heiliger Strohsack. Das war jetzt so nicht geplant. Das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Okay. Ist jetzt nicht schön, aber meinetwegen. Dann haben wir hier jetzt zumindest die Geschichte so ein bisschen aus. Oho, guckt euch mal diese Münzpresse an. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In welchem Spiel könnte man das schon mal so gesehen haben? Tja, wisst ihr auch nicht, ne? Boah, geil. Und dann hat er hier die ganze Kiste einfach so. Da liegt noch Kupfer rum. Sind tatsächlich genau 4 Kupfer hier. Geil. Jetzt halt noch 3, weil eins gerade weggenommen wurde. Und eine Kohle liegt da noch rum. Okay, das einzige Doofe ist, die stehen halt ineinander drin. Das ist noch, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ansonsten richtig cool. Hier sind die Rationen. 7 Stück liegen da gerade rum. Man sieht halt alles, ne? Das ist schon geil. So, ich muss hier dann natürlich auch einen weiteren Jäger nochmal hinsetzen. Nicht, dass wir irgendwie den Jäger brauchen würden. Hoppala. Wir haben doch hier drüben auch einen Jäger, ne? Was jagt er denn eigentlich so? Ich glaube, der hat alles totgejagt. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Jagdtiere. Ja, schön. Sind aber keine Tiere mehr da. Ist alle tot. Pausier mal das Ganze. Dann kommen vielleicht noch ein paar Tiere irgendwie wieder. Ah, nee. Nee, die leben ja alle noch. Ja, warum wird mir das nicht angezeigt dann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müsste ja eigentlich angezeigt werden, dass da Tiere sind, noch die noch gejagt werden können. So, Sammlerhütte. Das wird auf jeden Fall angezeigt. Die haben ja ordentlich Pilze. Ach, die sammeln ja auch Feuerholz. Ja, okay. Feuerholz ist echt übertrieben viel, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge rein. 64. Ist das das Maximum? Oh, der Brunnen. Ich glaube, wir haben echt noch ein Problem mit Wasser. Ich glaube, Wasser ist dezent Mangelware. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Gildenhaus müssen wir noch bauen. Esstische werden gebaut. Jo, genau, die kommen gleich hier fertig. Die Taverne wird gebaut. Ach, schön. Die Gemüsefarm fehlt uns noch. Die Gemüsefarm fehlt uns noch. Ja, stimmt, wir haben nur die Getreidefarm bislang. Dann kommt die Gemüsefarm hier unten hin. So, hier so. Boom. Dann machen wir hier schön ein paar Wege ab. Boinks und Boinks und Boinks. So und so. Dann bauen wir hier einen Querweg. So schön und so schön. Zack. Und dann hier natürlich auch nochmal ein paar Felder. Boinks, Boinks und Boinks. So, das ist doch jetzt eine richtig schöne Sache. Auf dem Feld soll bitte... Also Kürbis und Kohl und Kürbis und Kohl und Kürbis
Und cool. Nicht, dass die anderen Bauern nämlich darüber rennen. Das wollen wir ja nicht, ne? Dass die hier hin und her rennen. So, immer schön abwechselnd, damit es ein richtig schönes Stadtbild ergibt. Gut. Okay. Das wird hier gebaut. Sehr gut. Da steht schon drin, was angebaut wird. Und die, ja, die kümmern sich schon, ne? Die kriegen das hier hin. Wir haben jetzt schon ein bisschen Mais, ein bisschen Weizen, ein wenig Flachs. Damit können wir Verschiedenes anfangen. Steinbruch. Wir haben noch keine Steinmühle. Brauchen wir noch nicht. Wir haben nämlich noch keinen Kalkstein. Ohne Kalkstein brauchen wir dann nicht. Okay, wir bauen jetzt die erste Gemüsefarm. Windmühle haben wir noch nicht. Bäckerei haben wir auch noch nicht. Ist auch bislang noch überflüssig. Wir haben noch keine hölzernen Räder. Also was, genau, hier brauchen wir auch noch was. Proviantmacher. Erstmal egal. Marktbrunnen stellt Trinkwasser für Genussmahlzeiten zur Verfügung. Oh. Muss in der Nähe von Marktständen und einer Taverne platziert werden. Okay. Der Marktstand. Träger bringen Zutaten von Jägern und Farmen zu den Marktständen. Köche einer naheliegenden Taverne sammeln die Zutaten. Muss in der Nähe eines Marktbrunnens stehen. Okay, man braucht einen Marktbrunnen und einen Marktstand. Gut. Reicht das so? Ich probiere es einfach. So, und Marktbrunnen bauen wir hier so im Wald. Oh, wer hat da den Baum gefällt? Wer war das? So mal. Ey, hallo. Hallo? Habe ich nicht euch damals den Befehl gegeben, ihr sollt da oben bitte arbeiten? Wieso hacken die hier unten Holz? Ey. Das ist doch das schöne idyllische Plätzchen hier. Schöne idyllische Örtchen machen die jetzt kaputt. Nee, das kann ich jetzt nicht gut heißen, muss ich sagen. Geht ja mal gar nicht. So, die nehmen Land ein, immer noch. Sind die noch gut dabei? Alter, wir sind über den schon ganz hingerannt. Das ist ja Wahnsinn. Heiliger Strohsack. Okay, Kupfer, Kohle. Gibt es hier Eisen? Nee, bislang nur Kohle und Kupfer. Und halt hier Kalkstein und normalen Stein. Gut, das heißt, ich brauche hier einen zweiten Steinbruch. Dann brauchen wir hier einen weiteren Steinmetz. Von denen kann man irgendwie nie genug haben. Warte mal. Das mache ich so nicht. Nein, vergiss das. So, ich will den vernünftig bauen, sodass der halt auch hier vorne direkt hin kann. Dass er direkt da arbeiten kann. Dann kann er nämlich direkt da rausgehen. Ja, und da arbeiten. Wo kann ich hier die Wege hinbauen? Das kann ich tatsächlich sehr gut hier so hinsetzen. So, dann probieren wir es doch nochmal. Steinbruch. Okay. Ich glaube, ich kann den Weg nachträglich noch bauen. So. Okay, dann baue ich erst den Steinbruch. Es dauert nur einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Habt etwas Geduld. So. So. Und dann kann ich hier schön mich drum rumbauen. Perfekt. Und dann ist die Frage, wo ich hingehe. Also idealerweise gehe ich natürlich nach hier. Aber ich muss wahrscheinlich zunächst hier runter. Ja, würde ich mal vermuten. So. Kann ich das so bauen? Geht anscheinend. Okay. Geht. Ich habe jetzt da irgendwelche hier Pilze. Hier sind überall Pilze. Echt, das ist ja schon krass. So, der Steinbruch. Dann haben wir hier nochmal einen Steinmetz. Dann muss ich hier natürlich auch weitere Lager wieder hinbauen. Weberei kommt gleich noch zum Tragen. Wir brauchen jetzt dann auf jeden Fall eine Steinmühle. So, die können wir jetzt noch nicht bauen. Okay, ich verstehe. So, die versuchen hier hinten weiter auszubauen. Also bitte hier erstmal hingehen, dass wir hier den Weg vielleicht lang kriegen. Kommen wir nämlich noch nicht ganz durch. Dafür habe ich das doch ein bisschen doof gebaut. Na okay, müssen wir noch ein bisschen warten da hinten. Hier vorne können wir natürlich noch Kohle. Achso, dann muss ich natürlich direkt hier Kohlemine und sowas bauen, ne? Kohle, Kohle, Kupfer. Also, wir brauchen hier vorne eine Kupfermine. Ich setze da schon mal alles hier hin. Kupfertagebau. So. Alter, hier ist doch Platz. Wie, das geht nicht? Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass das nicht geht? Das kann mir doch jetzt ernsthaft keiner erzählen hier.
halt. Also das können wir jetzt ja echt keiner erzählen, dass das hier nicht geht. So, ich wollte schon sagen. Kupfertagebau, Kohletagebau. So, und dann brauchen wir hier natürlich die Wege. Okay, passt. Gut, schön. Sind die schon mal angebunden? Haben wir das schon mal erledigt. Und anscheinend wird hier sogar tatsächlich gebaut und planiert, obwohl da sonst nichts passiert. Hier sind 25 Bauarbeiter, Baustellenträger, Planierer und Zimmerer. Dann bauen wir hier unten nochmal ein. Obwohl, die Wohnhäuser haben wir hier unten. Wie sieht's aus in der Taverne? Also, Feuerholz, hier kommen gerade ein paar Leute. Geht ihr jetzt hier essen? Bitte, holt euch mal was Schönes hier. Das wäre auch super. Ich glaube, das geht auch nicht so alles. Das ist sowieso geil, ne? Am Marktstand wird alles angeboten. Hoffe ich doch sehr. Nicht, dass da nur Pilze liegen. Okay, also hier gibt's Pilze. Gibt's ja auch Fleisch, bitte. Können wir hier ein bisschen Fleisch vorbeibringen? Ja, die bringen jetzt erstmal hier alle ihre Pilze her. Ja, ich habe ganz viel Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, Ja, toll. Ja, was soll ich machen? Tragt es halt hier runter zum Marktstand. Ist doch schön. Da muss ich einen neuen Markt... Muss ich noch einen Marktstand bauen? Okay. Ich glaube, ich check so langsam, dass man hier alles manuell einstellen muss. So, dann stellen wir hier ein bisschen Wild ein. Ja, Tatsache, ey, die Sacken, die packen hier nur die ganzen Pilze rein. Da gibt hier alles einfach nur voll mit Pilzen. Nee, das ist ja nicht so, das war... Genussmahlzeit und eine Stärkungsmahlzeit, das wird beides hier hergestellt. Was hat das für einen Effekt? Was machen die denn? Was bringen die denn, die Mahlzeiten? Das wäre jetzt nochmal interessant zu wissen. So, Eisen und Silber haben wir noch nicht. Ah, eine Schmelzhütte. Ja, brauchen wir auch noch nicht. Wir haben ja noch nichts. Wir haben auch noch nichts. Die Weberei. Ach Gottchen, die braucht Silber? Ah, okay, ja, für die Robe. Okay, für die Robe. Falls wir denn eine Robe herstellen wollen würden. Das müssen wir natürlich nicht. So, Flachs hätten wir hier hinten, hier vorne dann gehabt. Machen wir das doch mal hier. So, dann gibt es hier eine kleine Flachsfarm. Kommen wir da ran? Ja, perfekt. Das geht. Sehr schön, haben wir hier noch einen Weber. Ah ja, Roben kann man so herstellen. Okay, und Stoff und Seile werden dann 1:1 hergestellt. Ach, hölzerne Zahnräder. Stimmt, genau. Wo könnte ich die jetzt eigentlich herkriegen? Das habe ich noch nicht... Habe ich noch nie rausgefunden. Steinmühle, nö. Irgendwo muss es noch dieses hölzerne Rad geben. Windmühle braucht das ja auch. Bergbau, Verarbeitung. Nee. Ausrüstung und Ausbildung. Das könnte natürlich noch sein. Der Wagen. Ah, die Holzwerkstatt. Ja, da sind wir. Die Holzwerkstatt. Die habe ich gebraucht. Die Frage ist nur, wo packen wir die hin? Ach, vielleicht hier hinten, weil ich hier ja sowieso gerade Holz habe, ne? Hier habe ich doch eh meine Holzlager hingepackt. Dann packe ich die hier hin. Sehr schön. So, das heißt, hier möchte ich auf jeden Fall gerne 10 Holzräder machen. Dafür brauche ich ein Laubholzbretter. Okay, was haben wir hier drin? Alter, ist das geil oder geil? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Habe ich intuitiv für richtig gut gemacht, glaube ich. Man muss sich ja auch mal loben, ne? So, hier gibt's Gemüse. Ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. 55%. Ach du Heiliger, das dauert noch ein bisschen. Wie sieht's hier aus? 4 Korn. Okay, hier ist schon ganz schön voll. 16 Stück liegen da jeweils rum. Ja, hallo, hier ist Output voll. Keine Ahnung, was wir machen sollen. Ja, wohin mit dem ganzen Krams? Ja, Leute. Ja, wohin mit dem Kram, ne? Echt doch. Da brauchen wir jetzt wohl dann endlich mal die Mühle, würde ich sagen. Dann bauen wir mal eine Mühle. Ach, Gottes Willen. Die ist ja riesig. Ach, du heiliger Strohsack. Was soll ich die denn hinknallen? Ha. Gut. Ja, vielleicht überdenke ich meine Entscheidung nochmal. Oh Gott, oh Gott.
Ah, das wird, okay, wird noch nicht gebaut, weil halt tatsächlich der Weg da noch nicht hin existiert. Okay. Ich komme hier leider immer noch nicht durch. Vielleicht sollte ich erstmal von hier den Weg bauen. Von hier kommt man ja bislang irgendwie durch. Ja, das scheint zu gehen. Gut, dann machen wir es von hier erstmal. Gott. Panik. Wieso ist hier denn keiner? Ah, doch, da ist... Ah, da ist Michael. Oh, da ist Michael. Ja, lasst euch schmecken. Lasst euch schmecken, Leute. Das sage ich auch zu euch. Lasst es euch schmecken. Mir hat sehr geschmeckt, heute wieder ein bisschen zu spielen. Ich hoffe sehr, dass mit Pioneers of Pagonia auch zu in eurem Sinne fröhlich weitergeht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die Leute hier stehen auch auf und verlassen den Tisch. Also dann, macht es gut. Und bis dann. Ciao, ciao.